Ich habe ja nach der Mathematik auch evangelische Theologie studiert. Und da wird im Studium natürlich mehr Wert darauf gelegt, dass man hinterher als Pfarrer auch der Gemeinde eine gute Predigt hält. Und da erinnere ich mich an einen wichtigen Satz, der sagte, machen Sie sich immer die Adressaten klar, an wen Sie sprechen. Also, gute Lehre ist, dass man sich klar macht, welche Studierendenschaft hat man vor sich und immer im Kopf hat, was können die aufnehmen und was können die nicht aufnehmen. Das bedeutet auch Rückkopplung mit den Studierenden. Ich mache das in der Vorlesung regelmäßig. Ich mache das zum Teil dialogisch. Also meine Antwort ist eine dialogische Lehre. Also die Musik hilft insofern, als es etwas sehr Anspruchsvolles ist. Also Musik zu lernen, das macht man als Kind mit vielen, vielen, vielen Stunden und später muss man auch dauernd üben. Also ich sage den Studierenden immer, ohne dauerndes Üben geht es nicht. In der Musik hört man das sofort, in der Lehre merkt man das erst bei der Prüfung, wenn die Leute durchfallen. Also in der Tat. Und das Zweite, man ist in der Musik auf das Zusammenspiel angewiesen. Und ich denke eben, wenn ich dialogisch sage, es ist ein Zusammenspiel zwischen Professor und den Studierenden.